Hier kommt der rasende Hanomag, wie er in seinem Element ist. Rudolf Wehner erkundet mit dem blauen Geschoss die Welt, während seine Frau Hannelore zu Hause die Stellung hält. Ja gut, seit 40 Jahren lebe ich mit einigen Spleens, trage ich mit Fassung. Das, die Traktoren, das sind alle seine Freundinnen, auf die brauche ich nicht eifersüchtig zu sein. Ich habe ihm versprochen, grundsätzlich einmal pro Jahr eine Woche wie das fahrende Volk Urlaub zu machen. Ich fahre dann mit dem Auto hinten nach und abends treffen wir uns immer. Auf kurvigen Landstraßen fühlt sich der Hanomag besonders wohl. Was ist denn das? Ein Tritt aufs Gas und das Verkehrshindernis bleibt auf der Strecke. So macht Traktorfahren Spaß. Freie Fahrt für freie Schlepper. Es ist überhaupt, ob Sie durch einen Elbtunnel fahren oder wo, Sie wissen, zu 99%, es ist noch nie ein Schlepper hier durchgefahren, ne? Und schon gar nicht so schnell, ne? Der Porsche-Fahrer weiß nun, dass er keine Fata Morgana gesehen hat. Der Hanomag ist des Tankwarts bester Freund. Finde ich ganz lustig, wie die Reaktion der Menschen ist. Und das macht mir genauso viel Spaß wie mein Mann. Ein Traktor an der Tankstelle ist nichts Ungewöhnliches. Sein Anblick auf einer Autobahnraststätte sorgt aber doch für Stirnrunzeln. Aus Erstaunen wird Bewunderung. Richtig schönes Geschoss. Da steckt bestimmt viel Handarbeit drin. 110 muntere Pferdchen unter der Haube möchten auch gefüttert werden. Oder bleibt er ruhig noch? Und da haben Sie sehr viel Arbeit dann reingesteckt. Sie sehen? Ja. Da lief mal 25. Wer ist er? 110. 110 wäre viel Erfolg. Ich finde den toll. Ich finde den toll, weil ich vom kleinen Dorf komme und früher Traktor gefahren habe. Das ist ein ganz tolles Ding. Das ist ein Traktor gibt, der für die Autobahn zugelassen ist. Ja, das ist auch erst 2 Jahre. Sagenhaft. Weiß vor 2 Jahren. Ja, heißes Teil. Schön. Mir Spaß. Würde richtig Spaß machen, mit dem Ding da rumzufahren. Und weiter geht's. Kein Turbo, der den Sound der 6 Töpfe mit gut 10 Litern Hubraum versaut. Und kein Katalysator, der Leistung frisst. Wenn der Asphalt Rudolf Wehner und seinen Hanomag ruft, gibt es keinen Halten mehr. Auf der Autobahn warten die größten Abenteuer. Ein Blick in den Rückspiegel und weiter geht die wilde Fahrt. Selbst Fliegen ist nicht schöner, als mit dem Hanomag auf der Autobahn zu fahren. Zum Überholen von Lastwagen legt Rudolf Wehner noch mal eine Schippe Diesel nach. Und ganz entspannt geht es wieder auf den Hauptfahrstreifen. Was der Hanomag und sein wagemutiger Fahrer sonst noch so erleben, erfahrt ihr in unserem Report in der Profi 7 2020.